Ja, willkommen zurück zu Let's Play Rune Classic. Wir sind hier an so einer Art Portal, wo so komische Irrlichter rausgeschossen kommen, die uns übelst wehtun. Ja, wir versuchen jetzt einfach mal über diese Schrägen hier hochzukommen, ohne uns von diesem Kackding treffen zu lassen. Ui, seht ihr, da kommt schon das Erste. So, natürlich stehen noch allerhand. Ach komm, nein. Ach Mann, irgendwie beginnt jeder Party. Geh auf! Ja, sehr schön. Irgendwie beginnt echt jeder Part mit einem Fail. Ja, geh zu. Sehr schön. Dann können wir uns nämlich erstmal hier voll snacken. So. Und speichern, weiter geht es. So, was haben wir hier? Habe ich doch noch irgendwas tanzen sehen? Na, ein Skelett. So. Ach, hier kommen die Glühdinger. Ne, kommen sie gar nicht hin. Aber wahrscheinlich. Ja, Lecco Mio. Ja, aua. Geht das nicht auf? Wahrscheinlich müssen wir uns jetzt schon hier positionieren, um hier rüber zu kommen. Aua. Boah, Alter. Das ist ein Secret oder so, ne? Naja, das nutze ich doch erstmal aus hier. So, F5 speichern. Nur eine Frage habe ich da. Wie geht's hier runter? Außer den Sturz nach unten. Ach, hier. Guck mal, können wir gleich zu dem hier. So, dann können wir das Ding erstmal. Saugeil. Können wir das Ding erstmal zumachen? So, dann spuckt da schon mal keine Funken mehr. Hoffentlich ist das auch. Huch! Hier war noch was. Ah, verstehe. Hier ist zu. Hier ist eine Echse. Hier können wir überhaupt. Ah, ich hab dich schon gesehen. So, dann müssen wir wohl hier lang. Hier ist noch ein Skelett. Was vor uns flüchtet. Warum auch immer es flüchtet. Ich könnte, also ich verwette meinen Hintern darauf, dass dieses Ding hier, wie ihr seht, oh, eine Falle, aufsteht. So, Schalter. Ich muss das hier so ein bisschen beobachten. So, jetzt kommen wir nicht mal zurück, ne? Hier brennt's auch, aber da vorne immer noch. Ja, komm, ihr flüstert doch. Ach. So, jetzt haben wir wahrscheinlich die Qual der Wahl, den richtigen Schalter zu drücken. Und ja, der bietet sich gleich erstmal an. Bewirkt erstmal. Er schaltet die vorderen Flammen aus, aber er weiß, ob die nicht zeitgesteuert wiederkommen. Oh, wir haben ganz schön ernstzunehmende Schnittwunden am Arm. So, und das war der. Ach du Kacke! Boah, Alter! Das nenne ich mal einen Rape erster Klasse, wenn ich das mal so sagen darf. So, das ist das. So, und wir lassen den einfach hier durchkommen. So, das Ding kommt nochmal raus, oder? Scheiße, solange das offen ist, müssen wir da hin? Ich versuch's einfach mal. So, das Ding scheint auf Bewegung zu reagieren. Fährt aber wieder ein. Ja, das war ja mal billig, ne? Wenn man weiß, irgendwie war mir das klar, dass jetzt auch die Flammen angehen. Die Frage ist nur, ob die durchgehend brennen. Oder wie jetzt? Also irgendwie kam mir das jetzt voll einfach vor. Auweia. Hier passiert doch auch was, oder? Da, guck mal, Stacheln an der Wand. Ich kann mir schon vorstellen, was passiert. Ich zeige das mal. Ja, genau damit habe ich gerechnet. Deswegen können wir auch nicht springen, weil wir die Druckplatte trotzdem auslösen. Was ist das denn für ein Quatsch? So, jetzt aber hier. Ach, wahrscheinlich sind wir aus Versehen draufgekommen. Und hä? Ah, hier wieder. So ein paar Goblins.
Und da ist ja dieser Schrein von dieser Gottheit, wo ich immer noch nicht weiß, ja, geh da durch, wie die heißt. Da hinten ist noch einer. Komm. So, bevor ich hier irgendwas drücke, natürlich erstmal abspeichern. Die Axt scheint auch ein bisschen größer zu sein als die anderen. Also die Waffen, kommen wir hier hoch? Natürlich nicht. So, und hier gibt es auch keinen anderen Weg als... Na, ich will aber mit... Hep! Können wir das Ding hier kaputt hauen? Achso, wir wären gar nicht kaputt gequetscht worden. Aber ich nehme an... Oh... Wir müssen in die Höhle des Löwen, schätze ich mal. Wir brechen uns doch die Beine beim Sturz. Ist das überhaupt noch der richtige Weg? Ich meine, es gab so viele andere Wege. So, komm. Hep. Ach, scheiße, ich wollte eigentlich runter. So, jetzt aber. Hier kommt doch einer. Ja, komm, puste uns an. Verkehrskontrolle. Einmal pusten, bitte. Ah, da fand ich das Schwert aber besser. Seht ihr? Das köpft besser. Da ist irgendein Horn, hat er, ist erklungen, hat erklungen, erklang. Scheiße. Wir haben irgendwas ausgelöst. Verstehe. So. Also nochmal. Und rein. In die gute Stube. Speichern und weiter geht. Ach, hier. Hier, bleib stehen, Mann. Hier, du kannst doch nicht mit Kopf. Boah, Leute. Natürlich. Der hat uns hier reingelockt. Der war unverwundbar bis dato. Also, anders kann ich mir das nicht erklären. So, speichern. Hier quietscht irgendwo noch was. Und die Musik lässt nichts Gutes erahnen. Was ist das denn hier? Ein Heilbrunnen? Oder ein Jungbrunnen? Egal, wir snacken erstmal die Echse hier weg. Hier habe ich auch noch welche gesehen. So, hier ist, von hier sind wir, glaube ich, gekommen. Das, ja, genau, von hier kamen wir. Und wir können da lang und da lang. Da scheint es irgendwie weiter zu gehen. Obwohl, hier ist auch wieder so ein Seil. Komm, steh auf. Hm. Ich habe keine Ahnung, wo man... Können wir den hier auch umkippen? Hm. Das will nicht so ganz auferstehen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal... Viele Möglichkeiten haben wir ja nicht. Ah, hier. Hallo. Oh, guck mal, noch einer. Hallo. Scheiße. Ich bin wahrscheinlich voll in die Falle getappt hier. So, jetzt aber. Aber hier geht's gar nicht weiter. Ist hier irgendwo ein Schalter? Ach, da. Aber wie kommen wir... Goblin hat den Schalter betätigt. Moment mal, hier ist zu. Müssen wir da hoch? Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. So, zack. Und... Na, scheiße, da kommen wir auch nicht drauf. Ja, jetzt sitzen wir aber, in der Sackgasse. Los, mach die Tür auf da hinten. Du hast doch bestimmt auch einen Schalter, oder? Naja, KI-Aussetzer hast du. So, oder können wir... Nee. Aber wenn wir von da vielleicht... Mist. So, jetzt aber. So, erstmal antäuschen. Hier hoch. Und dann... Ach, Kacke. Das haut doch nicht hin. Wir
Wir können hier aber auch nichts benutzen. Hier ist kein versteckter Stein oder so. Ja, irgendwie. Glaube ich doch, dass wir mit dem Ding hochfahren müssen. So, jetzt hier hoch. Und... Ach, doch. Hoch. Sehr geil. So, dann gehen wir erstmal hier unten hin. So, du lässt uns nicht mehr in den Käfig wandern. Speichern und... Kabums! Die Sachen liegen da nicht umsonst, oder? So, das hier ist wahrscheinlich die Käfigsteuerung, vermute ich jetzt einfach mal. Yep. Sehr schön. Hier können wir durch, um ein bisschen zu snacken. Wir sind aber voll. Unsere Runenmagie auch. Deswegen würde ich sagen, wir können den Hebel gar nicht betätigen. Ach, der ist schon offen. Ja, okay, dann gehen wir nochmal... Das ist mir nicht so ganz koscher hier. Hier ist nichts? Ja, hier ist der eine Raum da. Ach, hätten wir eigentlich von hier oben gleich rankommen können? Aber wahrscheinlich wäre die Tür dann hier zu gewesen. So, wir sind voll mit allem. Mit allem, was uns heilig ist. Und dann würde ich sagen, geht es hier weiter. Da ist nämlich der hier. Der mit dem schönen KI-Aussetzer. Na komm. Alle guten Dinge sind drei. Ja, vier. Okay, fünf. Sag ich doch, fünf. So, da hinten ist wieder ein Cerberus-Verschnitt. Sehr schön auch die Schattierung da hinten schon. So, hier ist nichts. Das heißt, wir müssen... den Hund der Hölle... der irgendwie voll leicht war. Aus dem Leben befördern. Was haben wir hier noch? Ich würde sagen, bevor ich hier irgendwelche Schalter drücke. So, geht doch. Bevor ich hier irgendwelche Schalter drücke, suche ich hier erstmal alles ab. Ach, was haben wir hier noch? Waren wir hier schon? Ich weiß es nicht. So. So, so. Da will ich nicht reinfallen. Hier ist ein Schalter. Da geht wahrscheinlich das hier offen. Und die Dinger sind auch zu. Ja. Wo wir dahin kommen, kann ich leider nichts sagen. Ich weiß nur, dass ich jetzt erstmal... Ach so. Und das Ding geht immer noch nicht offen. Verstehe, das ist einmal zum Rösten. So, dann wird das hier unser Hauptschalter sein. Und den werde ich jetzt auch mal... Es quietscht. Ach scheiße, das sind zwei Riegel, guck mal. Aber wahrscheinlich geht jetzt hier irgendwo ein anderes Gitter auf. Haha, du Penner. Die sind ganz schön clever, ne? So. Aber irgendwie habe ich schon leicht damit gerechnet. Denn irgendwie... müssen wir ja auf die andere Seite kommen. Allerdings frage ich mich, warum durch diesen Raum? Komme ich hier hoch? Nein. Hier ist auch nichts, ja. Warte mal, wie war das noch mit den Fässern kaputt machen? Nee. So, hier kommen wir nicht hoch. Ich vermute aber, dass hier auch irgendwas aufgegangen ist. Ja. Habe ich doch richtig vermutet. Ach, guck mal, da ist wieder ein Schlürfi. So. Ah, hier ist wieder die Statue von dieser komischen Gottheit, oder was das ist. Ja. Dann gehen wir mal Richtung zweiten Schalter. So. Da ist wieder ein Skelett. Beziehungsweise Skelett und... Das ist gar kein Skelett. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Es blutet zumindest. Naja, was blutet, geht auch irgendwann kaputt. Und, ja. So, speichern. Haben wir hier noch was drin? Nee, das ist wahrscheinlich nur so eine Mulde gewesen. Ja. Das ist ja mal nicht sehr,
Spektakulär. So, jetzt geht das offen. Und damit wahrscheinlich auch... Ich muss so ein bisschen hinten aufpassen. Die Tür. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich da runter. Wer hätte das gedacht? Wir können ja gleich mal die Rune von diesem Schwert hier benutzen. Das zieht allerdings extrem viel Runenmagie, wie ihr seht. Fast die Hälfte. Ich würde sogar behaupten, es ist die Hälfte. So, können wir jetzt hier einfach runterspringen? Oder ist es vorgesehen... Moment mal, hier waren wir doch früher mal, oder? Da sind wir doch hier oben irgendwo runtergekommen. Ich erinnere mich. Die Frage ist jetzt nur... Müssen wir hier runter? Eigentlich nicht, ne? Das ist alles hinter dieser Statue. Ich schaue nochmal ganz kurz in den anderen Raum, geht sofort weiter. Ich schaue da nochmal ganz kurz rein. Nicht, dass wir gleich da runterspringen und dann müssen wir den ganzen Weg wieder hier hochlatschen. So. Ne, scheint so, als wenn wir da unten durch müssen und dann hier hinkommen. Und da steht uns schon wieder eine Gondelfahrt bevor. Ja, aber ich würde sagen, bevor wir das machen, ich gehe nochmal kurz zur Brücke. Ich gucke nämlich gerade schon wieder kritisch auf die Zeit. Klar könnte ich längere Parts machen, aber... Ich denke mal, länger als 20 Minuten sollte man das nicht machen. So. Hier knurrt schon wieder irgendwas. Oder sind das die Echsen? Ich weiß es nicht. Aber bevor wir hier runterspringen, würde ich sagen, mache ich hier wieder einen Schnitt. Hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Also, bis dann.